Wir kommen zu unserem Vortrag Richtiges Recherchieren eben in der Volksschule. In diesem Fall jetzt für das Produkt Podcast. Okay. Und zwar arbeiten wir jetzt hier an der Schule mit der Anchor-App. Man kann halt natürlich jede andere App auch verwenden. Wir kommen recht gut mit dieser App zurecht. Soll jetzt auch kein Verkaufsgespräch werden, als jeder mit der App, mit der er oder sie gut zurechtkommt. Wenn ihr vielleicht am Ende die Funktionen ausprobieren wollt, könntet ihr jetzt schon in eurem Store die App runterladen und dann schauen wir uns das vielleicht am Ende noch an, wenn Zeit ist. Aber wie gesagt, nur ein Vorschlag. Es geht sicherlich auch das Ganze mit anderen Apps auch, genau. Ganz kurz nur vielleicht, was heißt der Podcast überhaupt, woher kommt dieser Begriff? Es ist ein Kofferwort, also besteht aus zwei anderen Wörtern, nämlich aus dem Teil von iPod, wo es halt erstmalig quasi auch im Umlauf gekommen ist und berühmter geworden ist in den 2015er, 16er Jahren. Und der zweite Teil, Cast, kommt halt von Broadcast-Sendung, also quasi eine Radiosendung im Internet sozusagen. Ja, also die Aufnahme wird dann im Internet auch veröffentlicht. Genau. Jetzt sind wir schon bei dem Spruch, nicht noch ein Podcast. Also gerade in der Corona-Anfangszeit, wer nicht gerade Bananenbrot gebacken hat oder spontan angefangen hat zu wandern oder sonstige Sachen, die Hobbys neu erfunden hat, hat wahrscheinlich einen Podcast aufgenommen und die Welt damit beglückt. Ein bisschen provokativ halt. Ja, es gibt solche und solche Podcasts, sagen wir es mal so. Wir versuchen halt, die gute Art und Weise zu präsentieren, nämlich die Umsetzung in der Schule. Es ist halt sehr gut geeignet für die eher auditiven Lerntypen. Eh klar, man hört sich das Ganze an als Rezipient passiv. Man kombiniert dabei verschiedene Kompetenzen. Erstens mal die Recherche, da wird der Peter nachher noch was dazu. Der hat sich da ein bisschen professionalisiert, das Ganze sozusagen, und spezialisiert bei der Recherche. Also die eigenständige Informationsbeschaffung, richtiges Recherchieren eben korrekt, Fake News und so weiter, was da halt alles dazugehört. Dann, was die Anchor App betrifft, die intuitive Handhabung. Die Kinder, aber auch ich, wir kommen relativ gut zurecht damit. Also es ist sehr, relativ simpel, schön aufgebaut. Das schauen wir uns nachher an gegen Ende. Und wenn man das, sage ich mal, ordentlich macht, dann hat man als Lehrperson eigentlich nur mehr zum Schluss das fertige Produkt anzuschauen. Also die Kinder arbeiten voll motiviert, dazu kommen wir nachher auch noch. Und kommen dann mit dem fertigen Produkt und die Lehrperson schaut nur noch drüber, passt das, ist es DSGVO-konform und zack, wird es dann veröffentlicht. Genau. Dann übergebe ich jetzt an dieser Stelle kurz an den Peter, der, wie gesagt, die Recherchekompetenzen eigentlich schon professionalisiert hat in seiner Klasse. Ja, danke, Arash. Recherche, das Wort alleine fällt manchen Kindern ja schon schwer. Also das Suchen nach Antworten auf Fragen in der Welt des Internets. Und da haben wir zunächst einmal einen Vergleich gezogen zu dem, wie es früher war, dass man früher eben Bibliotheken hatte. Und wenn man in der Bibliothek eine Information gesucht hat, dann musste man den Bibliothekar fragen und der hat einem dann im besten Fall weitergeholfen oder hat Zugang zum Karteikasten ermöglicht und man hat so seine relevanten Texte, Daten und so weiter gefunden. Heute haben wir eine der größten Bibliotheken überhaupt, die größte des Menschengedenkens zur Verfügung, nämlich das Internet, und unsere Bibliothekare sind die Suchmaschinen. Da fängt es natürlich auch schon an, für welche entscheiden wir uns denn? Denn es gibt, jeder kennt Google, auch die Kinder schon, aber es gibt natürlich auch Kindersuchmaschinen. Einige sehen wir, also drei sehen wir hier auf dieser Folie drauf, fragt Finn, blinde Kuh und helles Köpfchen. Das sind die, auf die wir uns mal, ja, die wir uns angeschaut haben. Nee, es gibt natürlich noch einige mehr, die Auswahl ist allerdings zufällig. Mal ist die eine besser, mal die andere. Und am Anfang ging es darum, dass wir uns
ja, einfach die Ergebnisse einer Suchmaschine mal angeschaut haben. Das heißt, wir haben den Begriff Mathematik zum Beispiel eingegeben in Google und haben dann geschaut, was kommt da, wie viele Ergebnisse bekommen wir, wie viele Ergebnisse bekommen wir, wenn wir das in einer Kindersuchmaschine eingeben. Und da sind natürlich die Unterschiede ganz deutlich. Google hat Millionen Ergebnisse geliefert, helles Köpfchen haben wir damals ausprobiert, das haben wir gemerkt, 11.000 Ergebnisse. Dann natürlich die Frage, okay, was ist jetzt besser für mich? Ja, mehr ist besser. Ja, aber ist es realistisch, dass du Millionen Beiträge liest? Eher nicht. Also gut, wir brauchen weiter ein Tool. Dazu gleich später, das ist dann beim Deutschlesen eine schöne Querkompetenz. Wir haben dann noch die Suchmaschinen weiter verglichen, um auch gleich darauf aufmerksam zu machen, dass es eben Werbung gibt, Anzeigen gibt, dass die Suchmaschine, um Geld zu verdienen, auch etwas verkaufen möchte. Also wir haben da zum Harry Potter Kostümen gesucht und da haben wir natürlich jede Menge zum Kaufen gefunden, aber wir mussten unsere Suche noch sehr weit verfeinern, dass wir eine Anleitung für ein Harry Potter Kostüm zum Basteln gefunden haben. Ja, und Finden von Informationen, das ist ein feiner Übergang zu Deutsch lesen. Wenn wir nämlich dann eine relevante Seite gefunden haben, dann geht es natürlich darum, wie bekomme ich die Information daraus, die für meine Frage, vielleicht zu meinem Podcast, jetzt relevant ist. Da sind wir es folgendermaßen angegangen. Wir haben uns einmal Überschriften angeschaut und dann schon mal gefiltert, passt diese Überschrift vielleicht zu meinem Thema. Und dann haben wir natürlich geübt, mit diesen Texten umzugehen, sie durchzulesen, vorher vielleicht einmal ein bisschen Scanning und Skimming zu betreiben, also mal überblicksmäßig drüber zu gehen. Gibt es Reizwörter, gibt es Nomen, die mir gleich auffallen, die zu meiner Frage passen? Und ja, wenn Kinder das beginnen zu verwenden, am Anfang ist natürlich die Information groß, die Herausforderung umso größer, aber dann langsam sich das hinunterfiltern und eine Übung bekommen drin, dann wird das auch richtig befriedigend. Damit es Ihnen leichter fällt, haben wir noch eine Hilfekarte gestaltet, die sehen wir dann auf der übernächsten Folie, wo einfach nochmal das Wichtigste zusammengefasst ist. Wie gehe ich es an? Wie schalte ich ein? Welche Suchmaschine könnte ich verwenden? Wie komme ich zu meiner Information? Und die Verarbeitung dann, wenn wir fertig recherchiert haben, ich habe es genannt jetzt hier Milestones, also was sage ich in welchem Ablauf, um meine Frage im Podcast auch zu beantworten. Weil Kinder sind natürlich recht schnell. Zum Beispiel die Frage, gibt es Giftstoffe in der Kleidung? Ja, Kinder haben recherchiert, würden sich hinsetzen und sagen, gibt es Giftstoffe? Ja, fertig, wir haben es erledigt. Ah, zu wenig, damit kriegt man natürlich keine gute Podcast-Folge. Wir müssen das noch ein bisschen mehr ausbauen. Und da immer der Hinweis, stell dir vor, du erzählst es jemandem, der absolut gar keine Ahnung hat. Wir sind die Sternfahrerklasse in meiner Klasse, da ist natürlich die Analogie einfach. Stell dir vor, ein Alien kommt auf die Welt, kennt sich hier gar nicht aus, erklärt ihm, was mal Kleidung ist und was da drin sein kann. Und dann wird aus dem Jahr vielleicht doch eine ganze Podcast-Folge. Ja, Worte sind schön, Bilder sind schöner und die Schulglocke umso besser. Hier sehen wir einige Kinder am Werken, am PC, am fleißig Notieren. Die sind voll dabei und mittlerweile auch wirklich gute Recherche-Profis. Und hier am nächsten Slide jetzt die versprochene Hilfekarte, wie forsche ich am PC? Du startest ihn, du suchst aus und so weiter und so fort. Einfach als Erinnerung, dass ich auch immer wieder zurückgehen kann, um nachzuschauen. Ja, und dann ist die Recherche abgeschlossen und es geht ins Produzieren, ins Sprechen. Und ich gebe zurück an dich, Arsch. Genau. Wir sprechen auch und zwar kennt das ja jeder in der Klasse, es gibt auch mal die etwas stilleren Kinder. Für diese ist halt so ein Produkt natürlich ja, wie geschaffen. Du schaffst einen Sprechanlass, den es so wahrscheinlich nicht gegeben hätte. Viele trauen sich vielleicht in einer größeren Gruppe nicht und deshalb in Deutsch ist es halt super für die, die eher sich zurücknehmen, dass die auch mal wirklich im Mittelpunkt stehen.
Ja, also für die etwas introvertierten Schülerinnen und Schüler, die werden teilweise schon sogar gepusht zum Reden und ohne dass sie was erzählen, gibt es eben, wie der Peter gesagt hat, keine Podcast-Folge. Das Ganze kann man aber nicht nur auf Deutsch reduzieren, sondern auch mit anderen Fächern kombinieren. Also so mache ich das zum Beispiel mit Sachunterricht, dass man richtige Forscherteams bildet. Also meine Kinder sind dann immer so Forscher. Ich schicke sie raus in diese große Welt des Internets, ja, und die sollen forschen, gerade noch, dass sie keinen weißen Kittel noch von mir bekommen. Die sollen dann paarweise forschen und die Fragen beantworten und erarbeiten und so weiter. Und das taugt ihnen. Das merkt man, das motiviert voller Wäsche. Dass sie dann, also ich sage es dann auch immer, ihr seid jetzt die Experten für diese Frage. Ich vertraue euch voll und ihr erzählt dann den ganzen Leuten im Podcast, wie die und die Frage zu beantworten ist. Ihr seid die Forscher, ihr seid die Expertinnen. Das gefällt ihnen. Bevor wir eine Folge dann aber aufnehmen, das ist halt tatsächlich ein etwas langwieriger Prozess. Also es ist jetzt nicht so, dass wir innerhalb von 1-2 Stunden eine Folge aufnehmen. Wir wollen es halt ordentlich machen. Gibt es einen runden Tisch immer, also die Experten, nachdem wir uns getrennt haben und die Aufgaben verteilt haben, da treffen wir uns wieder sozusagen und kommen auch mit unseren Ergebnissen zurück und zeigen es und präsentieren es erst in der Expertenrunde, bevor wir es dann aufnehmen gemeinsam. Genau. Vielleicht ein kurzes Video mal, wie sowas ausschaut aus der Praxis sozusagen, wenn das funktioniert, hoffentlich mit dem Video. Eine ganz kurze Sequenz. Das ist halt so ein Tisch, so ein runder Tisch und teilweise auch mit Kindern, die Das Witzige hier ist, ich meine, ihr kennt die Kinder nicht, wir schon, da sind teilweise Kinder dabei, die im normalen Leben sozusagen eher nicht zu den Schüchternen gehören, die kriegen plötzlich Lampenfieber, witzigerweise, weil sie jetzt wirklich auch was Sinnvolles von sich geben sollen. Und vice versa, die eigentlich immer introvertiert und schüchtern wirken, die tauen volle Wäsche auf und erzählen dir und sind richtige Forscherinnen. Da kommen wir eben auch auf die nächste Folie, nämlich die Kreativität wird dadurch natürlich angeregt. Ja? Also eben diese Forschergeschichte, das setzt ganz viel Endorphine offensichtlich frei, so würde ich mir das vorstellen. Was auch mitspielt, ist diese geschützte Werkstätte, also es ist keine Kamera normalerweise auf sie gerichtet, bis auf jetzt dieses eine Beispiel, aber es ist eine geschützte Werkstätte. Sie fühlen sich geschützt, fühlen sich frei, auch zu arbeiten und auch Fehler zu machen. Und auch, wir haben so viele Takes, wir nehmen das nicht in einem Mal auf. Ja? Wir machen ganz viele Fehler, es wird aber nicht aufgenommen. Das merken die Kinder. Aber trotzdem ein bisschen ein Lampenfieber entsteht. Das ist ganz süß auch zu beobachten. Also ich persönlich liebe es ja sehr. Und dementsprechend, summa summarum, haben wir eine ungestörte Kreativität, volle Konzentration auf dieses Projekt. Dann noch ganz kurz zur Motivation. Ja, man könnte jetzt sagen, warum tun sie sich das an? Es ist ihr Projekt, ihr Baby. Ja? Sie machen ein eigenes Projekt, ein Produkt, was dann ins Internet, ins große Internet kommt. Und das ist einfach phänomenal für sie. Ja? Sie produzieren was, dann kommen teilweise für die etwas eloquenteren Einstiege wie, hey Leute, wir sind wieder da und der Schluss ist dann und gibt uns ein Like. Und also das ist wirklich herzallerliebst, was ihnen dann alles einfällt in dieser Kreativität. Und diese Motivation ist so groß. Kinder, die sonst fast schon getreten werden müssen zum Arbeiten, die pushen sich gegenseitig, die machen mit. Das ist wirklich sehr, sehr erquickend, auch das Arbeiten mit den Kindern. Die App an sich ist DSGVO-konform, jedoch muss man halt selber auch ein bisschen darauf achten, dass die Inhalte natürlich auch irgendwo DSGVO-konform bleiben, wenn man irgendwelche Namen erwähnt, dass das alles so halt passt, sage ich mal. Von der Motivation kannst du, glaube ich, ein super Beispiel bringen. Genau, beim Stichwort Minifame nach unserer ersten Folge
hatte ich ein Elterngespräch mit einem Teilnehmenden, von einem teilnehmenden Kind, die Eltern, und da hat die Mutter erzählt, es war ihr also ganz wichtig, dem Mädchen diese Folge an sämtliche Verwandte in aller Welt zu verschicken und das ja bekannt zu machen, dass sie jetzt also berühmt wird und im Internet zu finden ist und ihre Stimme da also eine Folge produziert hat. Und ja, eigentlich wurde schon der Platz ausgesucht für den Stern am Walk of Fame. Genau. So auf die Art. Also es war ja wirklich wichtig und das hat natürlich auch die Mutter sehr gefreut. Und dadurch eigentlich ist das schon die halbe Miete, muss ich sagen. Also dadurch, dass die Kinder so motiviert sind, muss man gar nicht mehr viel machen. Kommen wir jetzt vielleicht zum Schluss nochmal auf die Anchor-App an sich. Wie gesagt, man kann jede andere App nehmen. Ich komme mit der ganz gut klar. Was kann man mit dieser App machen? Wer es schon runtergeladen hat, kann jetzt ein bisschen vielleicht mitschauen. Also in erster Linie kann man natürlich entdecken, selber schauen und andere Podcasts quasi als Rezipient, als passive Zuhörerin halt auch anhören. Man kann aber auch, und das verfolgen wir natürlich, das Ganze aufnehmen, also selbst erstellen, selbst produzieren. Also man kann konsumieren und selbst produzieren und letzten Endes auch veröffentlichen. Das Ganze ist dann auch, steht jeder beim Logo, connected mit Spotify. Also wenn die Kinder das gleich hören, was, ich bin auf Spotify zu finden, das ist dann noch mein Motivationsschub. Ja. Genau, das mal dazu. Wie schaut die App aus oder welche Funktionen gibt es? Also ich habe, wie gesagt, zu Beginn relativ simpel gestrickt. Also man hat ein eigenes Profil, man muss sich halt anmelden. Das habe ich übernommen in dem Fall. Also für die Schule sozusagen habe ich einen Schul-Account erstellt unter meinem Namen. Es gibt natürlich die Aufnahme, die eigene Stimme. Das Ganze kann man dann noch aber untermalen mit diversen Sounds, die vorhanden sind, Zwischenspiele und so weiter. Also man kann wirklich eine schöne Folge erstellen. Das können auch die Kinder. In der 4. Klasse schaffen die das. In der 3., das war noch ein bisschen schwieriger, da müssen wir noch ein bisschen üben. Aber in der 4., da kamen die Kinder wirklich schon fixfertig mit ihren Produkten. Ich habe drüber geschaut und nur noch auf Veröffentlichen geklickt. Das ist natürlich dann wirklich, auch von der Medienkompetenz natürlich noch mal eine andere Ebene. Genau, und man kann halt auch die Folgen ein bisschen variieren und verschieben, wie man möchte. Jetzt haben wir noch viel geredet. Ein nettes Erklärvideo. Wie gesagt, wer jetzt die Anchor-App aufmachen will und mitschauen will, ich habe mit einer Kollegin, Sarah Paternoster, an dieser Stelle vielen Dank, in einem anderen Setting quasi auch schon einen Podcast erstellt und so weiter. Und sie war so lieb und hat mir ein kurzes Erklärvideo aufgenommen. Das würden wir kurz abspielen. Und wer möchte, schaut halt am Handy mit und ob er oder sie, ob ihr euch zurechtfindet sozusagen. Genau. Hallo, hier ein kleiner Einblick in die Anchor-App. Beginnen wir mal bei Entdecken. Da gibt es ganz, ganz viele Podcasts von verschiedensten Menschen zu verschiedensten Themen. Oben kann man dann eine Suche starten. Geben wir, kleiner Wink, kleine Werbung, mal ein OVS Wagramer Straße. Das ist die Schule vom Arash und er hat das in die Welt gerufen, diesen Podcast. Mit den Kindern ist ganz nett, sich das anzuhören. So, nun kommen wir aber gleich zur Sache. Gehen wir jetzt mal unter Tools auf das Plus. Da sehen wir schon, dass wir eben den Podcast gemacht haben. Vielleicht können sich einige noch erinnern. Auf das Plus können wir dann drücken und gleich aufnehmen. Starten wir das gleich mal. Hallo, ein kleiner Einblick in die Anchor-App. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Ciao. Super. Hintergrundmusik ist immer ganz spannend. Können wir gleich draufdrücken. Nehmen wir vielleicht das erste. Ja, das passt ganz gut. Fügen wir hinzu. Hören wir uns das Ganze mal an. Hallo, ein kleiner Einblick in die Anchor-App. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Ciao! Ja, das klingt ja schon viel professioneller als ohne Musik, finde ich. Wir können das Ganze rechts dann speichern. In diesem Fall mache ich es aber rückgängig. So toll war das nicht. So, Sprachnachrichten kann man auch einfügen. Habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, aber ist auch sicher spannend, wenn man zum Beispiel von WhatsApp oder so eine Sprachnotiz einfügt. Gehen wir mal nach rechts. Da kann man so cool rüber switchen.
da haben wir dann in der Bibliothek die ganzen einzelnen Folgen, die ich bereits gemacht habe. Zum Beispiel habe ich schon einen Hörtext für Meerschweinchen gemacht. Das habe ich auch den Kindern gezeigt in einer Praxisschule. Und da fängt dann auch eben schon die Sarah Strock-Folgen an. Ja, Zwischenspiele sind auch ganz spannend, möchte ich euch auch zeigen. Hier rechts gibt es zum Beispiel. Ganz, ganz viele Sachen auszuwählen, immer sehr cool. Sounds gibt es auch, die man so zwischendurch irgendwie einbringen kann, damit das Ganze authentischer wird. Zum Beispiel oder. Super, sehr cool. Dann kann man wieder so rüber switchen, ganz cool, ganz easy. Das Ganze kann man dann eben speichern. Und wenn man zurückgeht und auf dein Podcast klickt, dann hat man dann die ganzen Folgen hier. Und hier sieht man dann auch die Gesamtwiedergaben und Analytics, kann man sich auch anschauen, wie, wo, wer was angesehen hat, aus welchem Land sogar. Also da gibt es ganz, ganz spannende Features auch. Einfach ein bisschen spielen damit. Wie gesagt, die Handhabung ist jetzt nicht so schwer. Und selbst den Link bzw. eben den Podcast teilen, kann man dann, indem man draufklickt und oben auf Teilen. Genau, dann kann man eben in diversen Portalen teilen oder eben den Link kopieren und so könnt ihr das dann machen. Super, ich hoffe, es hat euch gefallen. Viel Spaß beim Bearbeiten. Ciao. Genau, also automatisch kommt dann die Folge auf Spotify, wie gesagt. Dann, es wird auch mit Accounterstellung eben auch ein Account erstellt auf Spotify. Aber es gibt auch noch Spotify-freie Links, falls eben die Familie zum Beispiel kein Spotify hat, kann man auch, ich glaube, es ist dann Live-Radio als Endung oder irgendwie so, kann sich das trotzdem jeder anhören. Wir hätten jetzt, ich weiß nicht, wie es mit dem Zeitmanagement ist, ob wir schon gegen Ende sind, die Möglichkeit, dass ihr euch das nochmal in Ruhe anschaut und dass wir dann in einer kurzen Reflexionsrunde nochmal zurückkommen und ihr eure Eindrücke beschreibt oder einfach jetzt noch schnell Fragen stellen. Ich fürchte, wir sind bei jetzt noch schnell Fragen stellen angekommen, weil in einer Minute ist leider okay. Euer Slot auch schon wieder vorbei. Okay. Ja. Cool, coole Sache. Ich habe es schon heruntergeladen und bin jetzt nebenbei nicht dazu gekommen, mir das genauer anzuschauen. Ich muss das dann auch später irgendwann machen. Aber einfach trauen, es ist wirklich echt sehr intuitiv. Sieht so aus. Super. Fragen aus der Runde, im Chat, sonst irgendwo. Das war so toll erklärt, es gibt keine Fragen. Fein. Ja, dann sage ich vielen Dank. Die nächsten Praxistage und Sonstiges kommt bestimmt. Im Chat steht auch danke für den tollen Input. Ihr seht es eh. Herzlichen Dank für eure Bereitschaft, uns da was Neues zu zeigen. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Ich beende die Aufzeichnung.